Kapitel 11 König Salomo liebte aber viele ausländische Frauen, denn er hatte neben der Tochter des Pharao Frauen von den Moabitern, den Ammonitern, den Edomitern, den Sidoniern und den Hethitern genommen. Jahwe hatte den Israeliten verboten, sich mit diesen Völkern zu vermischen. Sonst würden sie euch dazu verführen, auch ihre Götter zu verehren, hatte er gesagt. Doch Salomo hing mit Liebe an diesen Frauen. Insgesamt hatte er 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen, die ihn immer mehr beeinflussten. Als er älter wurde, brachten sie ihn dazu, andere Götter zu verehren. Da war sein Herz nicht mehr ungeteilt, Jahwe, seinem Gott, ergeben, wie das Herz seines Vaters David. So verehrte Salomo Astarte, die Göttin der Sidonier, und Milkom, das Scheusal der Ammoniter. Auf diese Weise tat Salomo, was Jahwe missfiel. Er folgte ihm nicht so treu wie sein Vater David. Damals baute er auf einem Hügel östlich von Jerusalem ein Höhenheiligtum für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, und für Moloch, das Scheusal der Ammoniter. Ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, damit sie ihren Göttern Räucheropfer bringen und Opfermahle feiern konnten. Da wurde Jahwe zornig über Salomo, weil sich dessen Herz von ihm abgewandt hatte. Zweimal war er ihm erschienen und hatte ihm verboten, anderen Göttern zu folgen. Doch Salomo hatte nicht darauf gehört. Da sagte Jahwe zu Salomo: Weil dir das alles bewusst war und du trotzdem meinen Bund und meine Weisungen nicht beachtet hast, werde ich dir das Königtum wegnehmen und es einem deiner Diener geben. Nur deinem Vater David zuliebe mache ich das nicht schon zu deinen Lebzeiten. Ich werde es tun, wenn dein Sohn die Herrschaft übernehmen will. Doch ich werde ihm nicht die ganze Herrschaft wegnehmen. Einen der 12 Stämme werde ich ihm lassen, meinem Diener David und meiner erwählten Stadt Jerusalem zuliebe. Jahwe ließ Salomo einen erbitterten Feind erstehen. Er hieß Hadad und stammte aus der königlichen Familie von Edom. Das kam so: David war im Krieg mit Edom, weil diese einige Israeliten erschlagen hatten. Als nun sein Heerführer Joab in Edom einmarschierte, um die Erschlagenen zu begraben, brachte er außerdem alle männlichen Edomiter um. 6 Monate blieb er mit dem ganzen Heer dort, bis alles getan war. Hadad war damals im jugendlichen Alter und konnte mit einigen edomitischen Männern, Gefolgsleuten seines Vaters, nach Ägypten entkommen. Sie waren über das Land Midian in die Oase Paran gelangt. Dort fanden sie ortskundige Männer, die sie zum Pharao nach Ägypten führten. Der ägyptische König gab ihm ein Haus und ein Stück Land und sorgte für seinen Unterhalt. Hadad gefiel ihm so gut, dass er ihm sogar die Schwester seiner Frau, also die Schwester der Königin Tachpenes, zur Frau gab. Diese schenkte ihm einen Sohn namens Genubat. Die Entwöhnung von der Mutterbrust feierte Tachpenes im Palast des Pharao. Von da an wuchs Genubat gemeinsam mit den Königssöhnen beim Pharao auf. Als nun Hadad in Ägypten hörte, dass David beigesetzt worden war und dass auch dessen Heerführer Joab tot war, sagte er zum Pharao:
lass mich bitte in mein Land zurückkehren.« »Was fehlt dir denn bei mir?« fragte der Pharao. »Warum willst du in dein Land zurück?« »Nicht doch«, sagte Haddad, »entlass mich bitte.« Gott ließ Salomo noch einen anderen, unerbittlichen Feind erstehen, Rezon ben Eljada. Er hatte im Dienst Haddad Esos, des Königs von Zoba, gestanden und war geflohen, als David die syrischen Hilfstruppen niedermachte. Er sammelte Männer um sich und wurde Führer einer Schar von Rebellen. Sie zogen nach Damaskus, nahmen die Stadt in Besitz und herrschten dort wie Könige. Solange Salomo lebte, war er sein erbitterter Feind und verabscheute Israel. Er vermehrte das Unheil, das von Haddad ausging, und wurde schließlich sogar König über Syrien. Auch Jerobeam ben Nebat, ein Beamter Salomos, erhob sich gegen den König. Er stammte aus Zereda in Ephraim. Seine Mutter war Witwe und hieß Zerua. Seine Rebellion gegen den König hatte folgende Ursache. Salomo hatte den Stadtwall bauen lassen, um die Lücke in der Stadt seines Vaters David zu schließen. Jerobeam war ein tüchtiger Mann. Als Salomo sah, wie der junge Mann arbeitete, übertrug er ihm die Aufsicht über alle Zwangsarbeiter des Hauses Josef. Als Jerobeam einmal Jerusalem verließ, begegnete er dem Propheten Ahia von Shiloh, der einen neuen Mantel trug. Als beide allein auf dem freien Feld waren, nahm Ahia seinen neuen Mantel und zerriss ihn in 12 Stücke. Dann sagte er zu Jerobeam: »Nimm dir 10 Stücke, denn so spricht Jahwe, der Gott Israels. Pass auf! Ich will Salomo die Herrschaft entreißen und dir 10 Stämme geben. Nur einen Stamm lasse ich ihm, meinem Diener David zuliebe und meiner aus allen Stämmen Israels erwählten Stadt Jerusalem. So bestrafe ich die Israeliten dafür, dass sie mir den Rücken kehrten und sich niedergebeugt haben vor Astarte, der Göttin der Sidonier, vor Chemosh, dem Gott der Moabiter, und vor Milkom, dem Gott der Ammoniter. Sie sind nicht auf meinen Wegen geblieben und lebten nicht so, wie es mir gefällt. Salomo hat meine Vorschriften und Rechte nicht so beachtet wie sein Vater David. Und meinem Diener David zuliebe, den ich erwählt habe und der sich an meine Gebote und Vorschriften gehalten hat, werde ich Salomo das Königreich nicht nehmen, sondern ihn, solange er lebt, Fürst meines Volkes sein lassen. Aber seinem Sohn werde ich das Königtum wegnehmen und dir die Herrschaft über die 10 Stämme geben. Ihm lasse ich einen Stamm, damit mein Diener David stets einen Nachkommen vor mir in Jerusalem hat, der Stadt, die ich erwählt habe, dass mein Name dort wohnt. Dich aber mache ich zum König über alles, was du nur wünschen kannst. Du sollst König über Israel werden. Und wenn du auf das hörst, was ich dir gebiete, wenn du auf meinen Wegen gehst und tust, was mir gefällt, wenn du meine Vorschriften und Gebote beachtest, wie mein Diener David, dann werde ich mit dir sein. Dann wird auch deine Nachkommenschaft bestehen bleiben, so wie ich es David für seine Nachkommen garantiert habe. Und dir gebe ich Israel.
so werde ich Davids Nachkommenschaft demütigen, aber nicht für immer. Salomo wollte Jerobeam umbringen lassen, doch dieser entkam und floh nach Ägypten zu Schischak, dem ägyptischen König. Dort blieb er bis zu Salomos Tod. Was sonst noch über Salomo zu sagen ist, über seine Taten und seine Weisheit, findet man in der Chronik Salomos. 40 Jahre lang regierte Salomo über ganz Israel in Jerusalem. Als er gestorben war, bestattete man ihn in der Davidsstadt, und sein Sohn Rehabeam trat die Herrschaft an.